So, rumpelt die Pumpe. Wir wollen dahin. In den Bereich. Oh. Hey Lobo, willst du das? Ich greife den mal an. Nur um zu schauen, ob er sich Hilfe holt. Ah ja, okay. Ein paar kleine hier. Roboterlies. Kannst du eigentlich was? Du kannst auf ihn schießen, wow. Ich meine, was habe ich auch anderes erwartet, aber... Kannst du auch was Cooles? Kleiner Sacktreter hier. Aber ich finde, das Gelb passt echt gut zu denen. Gelb und hier braun. Okay, danke. Wahrscheinlich weiß irgendwie, welche Rettungsspots sind. Kann ich mir zumindest nur so vorstellen. Da leuchtet der Arsch. Und dann explodiert er. Null Chor haben wir auch selten. Das war echt lustig, dass wir uns da geheilt haben. Das hat mir gefallen. Vor allem zu viel. Viele Trefferpunkte und all unsere Leute. Ich bin hier richtig, ne? Ja, da möchte ich hin. Ich gehe erst unten lang. Okay. Da, mhm. Oh, okay. Passiert hier irgendwas? Haben sich einige Leichen hier gesammelt, ne? Oder die sind einfach dahin gefallen. Wie auch immer. Und ein paar hat Drax schon wieder auferstehen lassen. Na komm. Zack, 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 zack. Wie gesagt, dass wir hier mal Leichen sehen und Blut und sowas. Ein ungewohnter Anblick. Ja, sehr schön. Ein offener Schrank, da müsste ich was haben. Ein Elixier. Ich beschwere mich nicht, Elixiere sind echt nicht übel. Ich meine, wir haben mittlerweile genug und auch genug Tränke. Aber trotzdem. Nice to have. Eines der besseren Items. Ja gut, die sucht wahrscheinlich gerade irgendwas. Wahrscheinlich ihre Kontaktlinse. Okay. Das haben wir. Ich wollte da hochgehen. Oh! Verschwunden. Klar, du siehst uns von da hinten. Lustige Skelettköpfe. Mord kümmert sich drum. Kurz und schmerzvoll. Hier ist nichts. Also ist hier wirklich gar nichts, nichts. Nee, sieht nicht danach aus. Okay, und hier muss es irgendwas geben. Ein Hebel, eine Karte, einen Schlüssel, irgendwas. Erstmal Gegner. Ein Hebel. Klar, immer ein paar extra Zombies in den Mix reinwerfen. Man kann nie eine Gruppe haben ohne Zombies. Oder in jede Gruppe passen einfach noch ein paar extra Zombies. Danke, 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 danke. So. Das sind überwiegend Frauen, oder? Kann das sein? Die hier, aufgehäuft wurden. Ja, sieht mir danach aus. Ah ja, diese Tür. Das ist die, die noch gefehlt hatte. Noch eine? Okay, die zweite Tür, die gefehlt hatte. Damit haben wir alle offen. Wenn ich das richtig abschätze. Eine Abkürzung haben wir nicht, ne? Nee, ich muss schön außen rum gehen. Machen wir das mal. Oder gibt es da oben noch was, wo ich nicht durchkomme? Ich komme jetzt hier lang und hier lang. Nee, ich glaube, da fehlt noch was, ne? Gehe ich erstmal nach oben. Sozusagen wieder zurück.
Ist manchmal ein bisschen schwierig abzuschätzen. Von der Map her. Wo kommst du denn her? So, schön wieder zurücklaufen. Die Menge Kabellage hier, die wurde nicht ordentlich verlegt. Finde ich nicht gut. Hätten sie ruhig mal ein bisschen Kabelbinder benutzen können. Da, da möchte ich hin. Hier noch ein Hebel, eine Karte, irgendwas. Cormax. Oder ein Cormax. Der gute alte Cormax. Ist bestimmt wie die Core-Karte auch. Die bringt bestimmt Core. Cormax. Um 10. Das ist gar nicht mal wenig, ne? Was hast denn du da? Ach, du hast ihn gerade den Titanring. Ja, komm. Ich heb den mal ganz kurz. Den lieben Cormax. Macht dich ein bisschen langsamer und sowas, aber ist eh egal, weil die anderen... Oder wir müssen immer auf Maya warten, so rum ist eigentlich richtig. Warum ich ein bisschen extra Core? Dann gibt's ja nicht noch 5 mehr. Soll ich dich mal ändern? Psi-Knoten? Nee, nee, nee. Die Psi-Kette. Ja, es ist okay. Eigentlich ist es hier immer noch Vitalität besser. Aber da haben wir wenigstens genau 150. Da kann ich hier zweimal durchziehen. Das gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob ich die aktiv anklicken musste. Oder ob das automatisch übernommen wurde, als ich reingelaufen bin. Vielleicht habe ich versehentlich direkt draufgehalten. Okay, das haben wir. Jetzt ist immer noch links irgendwo was zu, oder? Ich glaube, da ist immer noch irgendwas, was geöffnet werden muss. Zum Beispiel, mein Herz, dir gegenüber, lieber Zuschauer, müsste mal geöffnet werden. Hey, Zombies, was geht ab? Ja, wir haben jetzt immer öfters 4 Gegner, ne? Urknall, mehr ist gerade nicht. Ja, können wir uns gerade nicht leisten. Ja, außerdem kann ich jetzt hier mit der extra Core-Energie min-maxen mit unseren Core-Sphären. Die bringen ja genau 150. Du bist mal wieder der Außenseiter, ne? Kleine Schneeflocke. Special Snowflake. Ja, jetzt muss ich wenigstens nicht jede Runde nachladen. Ja, hier 150. So, dann kann man schnell den hier machen und dann reicht es erstmal wieder. Ich bin gerade verwirrt, lieber Zuschauer. Das Ding gibt 75 Core-Energie zurück. 75 mal 2 sind 150, oder nicht? Wie kann ich denn jetzt weniger als 150 Core-Energie haben? Wir werden doch hier beschissen, oder? Vielleicht gibt das Ding nur 70 zurück und 75 steht da oder sowas. Hä? Oder habe ich gerade irgendeinen Denkfehler, aber, ne? Wenn ich 2 davon benutze, dann kann ich nicht weniger als 150 Core haben. Egal wie viel ich davor hatte. Ich hatte vorher negative Core-Energie. Und ja, ich wollte da hinklicken und das Ding aufsammeln. Das war meine Reaktionszeit als Zocker. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein böser Lügner. Ein Lüger. ja, hier dürfen wir jetzt durch, okay. Wo diese Map? Wow, dass wir das durch durften, das ist wirklich total hilfreich. Ach, hier muss noch einen Hebel geben. In dem Areal. Achso, das war die Tüte, die geöffnet wurde bestimmt, hm? Ein paar Eier. Köstliche Eier. Das sind die Gains, die hier wachsen. Deine Gains, lieber Zuschauer. Ich hab's halt mit dir, hm? Ah, ein Core-Artefakt. Da meckere ich mal nicht. Das brauchen wir tatsächlich. Mhm. Wir machen Dinge Geräusche. Ich nehme mal die Eier mit. Wegen der Gains. Nee, um mal zu schauen, was drin ist. Das sind natürlich gewöhnliche Spinnies, ne? Könnt ihr irgendwas Cooles? Fraglich. Na okay, komm. Feuere Jo auf alle. Hier mal hier einen kleinen Angriff.
Könnte ja fast reichen. Schade. Hätte ich vielleicht auch eine Beschwörung machen sollen. Ja, gegen Spinnen und Insektenviehzeug immer schön Feuer. Immer schön anzünden. Also im Spiel, in Real Life, trage ich jede Spinne nach draußen. Toll, wow, das ist, das bringt mich jetzt weiter, auch im Leben, aber auch im Spiel. Und jetzt? Habe ich irgendwas übersehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da das da hinten das da mitnehmen hätte. Ich gehe nochmal hier fix das ab. Es ist durchaus möglich, dass ich hier rechts in den kleinen Raum nicht mitgenommen hatte. Lustige Geräusche hier. Genau, da hinten rechts. Das könnte auch möglich sein. Und wenn ich den schon mitgenommen habe, dann habe ich keine Ahnung, was das hier soll. Da muss ich alles minutiös abkrabbeln. Ich hoffe, das war jetzt ein Wort und ich habe es mir nicht ausgedacht. Hier könnte es sein, dass ich noch nicht drin war. Aber hier hat mir das Riechsalz her aus dem Mopwasser. Ach, ist doch scheiße hier. Wie komme ich da lang? Was habe ich denn? Ich war schon überall, oder? Ich hatte hier einen Hebel. Ich hatte da einen Hebel. Ich check das nicht. Ich gehe nochmal nach links. Die zwei da unten schon wieder. Nee, hier oben ist gerade nichts. Und ansonsten... Schau doch mal ins Waschbecken. Vielleicht liegt da die Lösung. Und vielleicht auch mal den Kühlschrank. Ja, die Tür ist aufgegangen, obwohl die total sinnlos ist, weil... Oh! Hä? Ey, guck, das ist doch scheiße. Guck doch mal die Map an. Guck doch mal auf die Map. Da ist doch eine Wand dazwischen. Was soll denn das? Ja gut, das haben wir in anderen Bereichen auch manchmal, ne? Das habe ich irgendwie ignoriert gehabt am Anfang, weil, warum eigentlich? Vielleicht bin ich jetzt sogar wieder zurückgegangen. Na egal, das habe ich irgendwie vercheckt. Sorry, lieber Zuschauer, das kann vorkommen. Das passiert dir auch. Aber da hat keine Kamera auf dich gerichtet und 30 Leute rundherum, die dann sagen, ey, du bist doch bescheuert. Du hast das übersehen. Sei froh, lieber Zuschauer, sei froh. Jetzt muss ich mal gucken. 75 Core-Energie. 75 plus 23 sind 98, nicht? Das war doch vorhin da. Das ist doch scheiße. Ah, weißt du, was sein kann? Dass ich so schnell geklickt habe, dass vom ersten Auffüllen der Balken noch gestiegen ist und war noch nicht ganz fertig. Und dass dann beim zweiten Klicken der Balken halt beim Steigen dann irgendwann dort angefangen hatte. Und dass wir deswegen nicht alle Core-Energie bekommen hatten. Ich muss später mal austesten, wie das war. Die Tür ist aufgegangen, nicht die andere, ne? Ich habe es erst gedacht und dann war es irgendwie, ich weiß auch nicht, dann war ich verwirrt. Lieber Zuschauer, ich war verwirrt. Ja, im Waschbecken liegt die Lösung. Altes Sprichwort. Kennst du bestimmt. Klar, dein Arsch hat mich auch wieder gesehen. Vielleicht hat er uns ja gehört. Ich wollte gerade sagen, du bist alleine, hä? Aber ihr seid ja zu zweit, wie schön. Könnt ihr zu zweit sterben.
Wie romantisch. Bing, bing, bing. Ja, 70 verbraucht unser Zauberspruch. Und wenn wir ein bisschen Buffer haben da oben, dann ja, bekommen wir immer noch mal 5 extra, bis es irgendwann voll ist. Naja, wie auch immer. Ach komm, ein offener Schrank, da will ich doch drin rumkrabbeln. Immer schön krabbeln. Oh, du hast es aber weit gesehen. Klar, Zombies, immer Zombies. Zombies gehen immer, nicht wahr? Das und das und das. Ich habe auf nichts anderes mehr Lust. Alles andere dauert mir zu lange. Habe ich schon oft genug gesehen. Ich will hier vorankommen. So sehr, wie ich das Spiel auch mag. So langsam, aber sicher, ne? Sind die Kämpfe nicht mehr so ganz die Highlights. Gibt's hier was Schönes? Ach ja, eine Schlüssel, ne? Für Jinam-Labor in Klammern rot. Danke. Danke für Jinam-Labor in Klammern rot. Das ist wirklich... Steht auf einer Wunschliste ganz oben. Lieber Weihnachtsmann. Ich wünsche mir... Für Jinam in Klammern rot. Und dann liest das der Weihnachtsmann und denkt, ich will ihn verarschen. Dann kriege ich wieder nur Kohle. Okay, hier hinten ist nichts. Aber hinter den Eiern will Maya mal gerne ein bisschen rumkrabbeln. Und das ist okay. Das darf sie. Mit beiden Händen. Ein Trank. Aber nicht ohne, dass die Eier platzen. Und dann Spinnen rauskommen. Ich nehme mal hier. Feurio. Feurio. Das war eine kleine Spinne, hä? War wahrscheinlich vom Level niedriger. Spinni, Spinni. Gift, Gift, Gift. Ja, gut, dass wir jetzt was haben zum Entgiften, ne? Wir könnten jetzt hier den kurieren Zauber auf alle wirken. Und, ach naja, wir können es auch lassen. Jap, 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 jap. Na da. Ja, hier, guck mal. Da ist noch was im Glas. Eingeweckt. Für später. Tja, die armen Leute hier, ne? Alle tot. Und wie gesagt, das erste Mal, dass wir hier Leichen sehen in dem Spiel. Voll seltsam. Vielleicht hat man die vergessen rauszupatchen oder so. Oder rauszunehmen im Nachhinein. Wer weiß das schon. Ich meine, ein paar davon sind auch brutal aufgespießt und sowas, ne? Deswegen der Kontrast. Wie bitte? Da war doch ein Geräusch. Ja, jedenfalls haben wir jetzt endlich für Jinam Labor in Klammern rot. Sehr schön. Und, das ist das mittlere, ne? Was das rote brauchte. Ich guck gleich nochmal auf die Liste, damit ich nichts Falsches sage. Ja, ich bin mir sehr sicher, wir haben hier alles abgefrühstückt. Auf dieser Mappe. Wir mal nach Hause. Ja, ja, immer der Nase nach. Das ist richtig. Habe ich erstmal tief durchgeatmet. In diesem Moment der Ruhe. Ist echt größer, als man denken würde. Oh. Habe ich das nicht doppelt geklickt? Na also, so, das haben wir. Warte ganz kurz, auf die Liste muss ich schauen, weil Rot brauchen wir für Forschungslabor. Wie ich es richtig im Gedächtnis hatte, aber... Safety first. Und die Schlüssel können wir bestimmt behalten, oder? Können wir die nur einmal benutzen. Dann verschwende ich ihn jetzt hier. Gehen wir noch einen Schritt zu. Bitte. Den behalten wir, oder? Ah, alle Türen gehen auf. So kann man es auch machen.
Bessere Idee. Das sieht aber kleiner aus. So von allem her. Und sehr viel linearer. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo nicht hin kann. Da hinten kann ich nicht lang. Da unten, das ist angenehmerweise verbunden. Ach ja, das ist wieder okay. Na gut, lieber Zuschauer. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den Abschnitt hier. Das dürfte eigentlich eine easy going sein. Und dann fehlt der letzte Abschnitt. Und ich vermisse immer noch Drax, wenn ich ehrlich bin. Also wir sind ja hier am Ende der Katakomben. Oder? Gab's in den Katakomben nochmal einen zweiten Ausgang? Nee. Ja, kann gut sein, dass hier Drax nochmal irgendwo rumspackst. Ich vermute es. Ich meine, er wurde 50 Mal angekündigt. Hey, Drax ist immer noch da und Drax, der Fluch ist stärker geworden durch Drax und durch hier mehr Tote und der muss doch noch da sein. Das wäre sonst sehr enttäuschend. Als finaler Boss würde er sich ja gut machen hier unten, ne? Oder halt den Jinam Super Roboter. Und dann bekommen wir hier die Jinam Anti-Waffe zur Doomsday-Maschine, die entwickelt wurde. Also eigentlich eine Waffe gegen das Gehirn, vermute ich mal. Sodass wir das nächste Mal gegen das Gehirn besser gewappnet sind. Vielleicht ist es ja eine Schicksalskarte. Eine Schicksalskarte, die dumm macht. Gegen Gehirne, weißt du? So. Ja, Zeit, die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.